sagen, wir sind wieder Erdball und ihr seht Tech-TV. Wie sich Neudeutsche Welle im Gewand der 90er Jahre oder doch nur simples Plagiat der elektronischen Minimalisten der 80er Jahre? Dies ist die Frage, wenn man sich mit der Musik von Welle Erdball beschäftigt. Welle Erdball versuchen deutsche Texte mit Keyboards und elektronischen Samples zu kombinieren. Ob es sich dabei um wirklich innovative Musik oder doch nur um Musik für die Nintendo-geschockte Generation handelt, bleibt dabei offen. Ist ja wohl lieber Gottes Tod, oder nicht?
1 zu 0 für dich, Telefonsex. Telefonsex? Na okay, das ist ja nicht so tiefgründig. Sehr emotional gesehen, das Lied. Das war, da gibt es ja bei mir Sachen, bei meinen Texten, das ist halt, das muss so sein. Halt. Eine gewisse Ironie muss dabei sein. Und das ist bei den Liedern vielleicht ein bisschen... Das ist klar, eindeutig klar. Klar und einfach, das ist gut. Welle Erdball, das war 1912, ein offener Radiosender. Damals, und der hat also schon sehr frei damals Musik interpretiert, rausgebracht, veröffentlicht, gesendet. Und die haben wir uns als Vorbildcharakter genommen. Das war mehr so ein Piratensender. Mehr so ein Piratensender. Es war nicht so dieses reguläre, was damals halt diktiert wurde, sondern es war ein bisschen was Exklusives irgendwo. Da kommt der Grundgedanke her. Der Name als solches, Welle Erdball, wird bei uns ja noch immer verarbeitet. Das ist bislang das erste Stück immer auf der CD gewesen. Und der Text ist noch fast so wie, kann man so sagen? Da gab es jetzt mal einen Jingle, war das in dem Radiosender. Textmäßig. Und der Text haben wir also noch übernommen. Das ist in der Intro immer. Das ist immer das erste Stück auf dem Konzert, das erste Stück auf der CD. Wiedererkennungswert. Ja, absoluter Welle Erdball-Fan.